Wir hatten im Juli 2020 unsere beiden ersten Webinare auf Zoom, unserer neuen Plattform. Und da ging von der Technik doch leider so viel schief mit Bild und Ton und Kameraeinstellung, dass wir die Aufzeichnungen komplett, wie sie sind, nicht veröffentlichen wollen. Nachdem wir aber viele Anfragen bekommen haben, ob wir nicht zumindest den Eröffnungsteil, wo ich mehr oder weniger alleine einen Vortrag halte über NLP, Sprache der Veränderung, Modeling, ob wir den nicht veröffentlichen können, haben wir den jetzt jeweils rausgeschnitten und veröffentlichen ihn hier. Die Aufzeichnung vom 8. Juli gibt es auf dem Landsiedel-Kanal, die Aufzeichnung vom 10. Juli auf meinem Kanal. Den Link zu anderen findest du jeweils unten. Die Technik haben wir inzwischen so weit im Griff, dass ich sage, guck dir gern die nächsten Webinare an. Jetzt lohnt sich's in jeder Hinsicht, inhaltlich und technisch. Und ansonsten jetzt ein bisschen Nachsicht bei der Technik der Aufzeichnung. Ansonsten viel Spaß bei dem Webinarvortrag NLP und die Sprache der Veränderung. Film ab! Dann, also nochmal herzlich willkommen jetzt zum Inhaltsteil über NLP als Sprache der Veränderung, Modeling und wie und wozu man das Ganze lernen kann. Es geht heute so ein bisschen darum, was NLP ist. So komisch das klingt. Also ich gehe innerlich davon aus, dass eigentlich ein großer Teil von euch schon durchaus NLP Vorahnung hat, schon was darüber weiß, vielleicht auch sogar schon Practitioner oder Master NLP Ausbildung habt und ihr jetzt nicht komplett von null kommt und gar keine Vorahnung habt, was NLP ist, weil dann wäre es ja verwunderlich, was man in einem Online-Seminar wollte zu diesem Thema, wenn man so gar keine Vorahnung dazu hat. Es ist also keine pure NLP-Einführung, es ist eher eine Einführung darin, wie ich NLP so sehe, nämlich als, wie hier schon steht, Sprache der Veränderung. Das unterscheidet sich ein bisschen von dem, wie man so normalerweise NLP betrachtet. Dann kommen wir die ganze Zeit auch drauf, wie man das denn lernt. Das finde ich persönlich eine sehr spannende Frage, die mich jetzt schon seit 30 Jahren beschäftigt. Warum wollen Leute eigentlich NLP lernen? Also, ist doch merkwürdig. Bei mir war das so, ich kam ja 1986 nach Berlin, beladen mit den typischen Problemen, die man halt in dem Alter bei sich selbst wahrnimmt und sich einbildet. Und ich habe irgendwie eine Lösung gesucht für diese von mir selbst so wahrgenommenen Probleme und bin deswegen auch deswegen nach Berlin gegangen zum Studium, weil man natürlich von der Berliner Psychoszene die wunderbarsten Sachen gehört hat. Und da habe ich mich so umgeguckt in allen möglichen verrückten Ecken, die es da so gab in dieser Berliner Psychoszene, weil ich bestimmte Themen bearbeiten wollte. Ich wollte Probleme lösen und Ziele erreichen. Das heißt, ich wollte nicht NLP machen. Ich wollte mich und mein Leben verändern. Das war der Grund. Und letztendlich, so komisch das klingt, bin ich dann beim NLP gelandet, weil ich für andere Sachen kein Geld hatte. Im Nachhinein war ich froh. Ich glaube im Nachhinein, dass die Wahl von NLP eine viel bessere Wahl war, die ich da gemacht habe. Und dann habe ich zwar 1989 mit der NLP-Ausbildung angefangen, die zu lernen, aber am Anfang wollte ich auch eigentlich gar nicht unbedingt NLP lernen. Ich wollte meine Themen im Leben bearbeiten. Ich muss ehrlich sagen, dass es in der Hinsicht fast ein bisschen enttäuschend war. Also die Sachen, die ich da in meinem eigenen Practitioner gelernt habe, waren jetzt nicht so der Knaller bezogen auf die Problemstellungen, die ich in meinem Leben wahrgenommen habe. Am Ende geht die Geschichte gut aus, weil ich dann über NLP wiederum zu anderen Sachen gekommen bin und vor allem dem Modeling, wie dann die Lösungen modellieren konnte. Aber die NLP-Formate, die ich da lernte, naja, wenn ihr ein bisschen mitrechnet, kriegt ihr mit, ich war damals Anfang 20, also hatte auch den Geldbeutel, den man mit Anfang 20 so hat. Ich hätte mir, wenn ich mir es hätte leisten können, damals durchaus eine Stunde Coaching in der Woche gegönnt. Das hätte ich eine gute Idee gefunden. Ich lasse mich so durchcoachen, also quasi Seelenmassage, warum denn nicht? Einmal NLP-Wellness. Ich hatte das Geld nicht. Also musste ich quasi sagen, NLP-Selbstmassage lernen. Ich habe also die ganzen NLP-Techniken von Anfang an gelernt, um sie mit mir selbst anzuwenden. Also ihr hört da schon, mein Impuls war eigentlich am Anfang nicht, ich will NLP lernen. Mein Impuls war, ich will mich verändern, ich will meine Probleme lösen und meine Ziele erreichen. Und wenn NLP mir dazu hilft, wunderbar, dann gerne her mit dem NLP. Wenn es was Besseres gibt, dann nehme ich gerne auch das Bessere. Aber dann war es bei mir so, ich war ein paar Tage erst in der NLP-Ausbildung, hatte die ersten NLP-Bücher gerade gelesen und habe dann von diesem Modeling gelesen.
Und ab der Stelle wusste ich, ich will NLP lernen. Oder besser gesagt, ich will Modeling lernen. NLP wollte ich nicht lernen, aber Modeling wollte ich lernen. Weil Modeling, ich vermute mal, ihr wisst so ungefähr, was Modeling ist. Modeling ist ja erstmal das Versprechen in den Worten von Bandler und Rinder. Jeder kann alles lernen. Also alles, was ein Mensch irgendwann mal im Leben gelernt hat, kann man übernehmen. Die Idee ist, wenn du ein Problem hast und irgendjemand anderes hat das Problem schon mal irgendwann gelöst in seinem Leben, lern von dem. Wenn du ein Ziel hast und irgendjemand hat dieses Ziel schon mal erreicht, lern von dem. Noch besser, lern von dir selber. Das heißt, wenn du irgendwo im Leben mal irgendwas richtig gut gemacht hast, sodass du dich niederknien wolltest vor dir selber und dich anbeten, weil du so großartig bist. Aber es sind halt Sekunden oder Minuten, wo du diesen Moment hast. Du willst es öfter haben. Dann lern von dir selber, lern dann von dir selber, wie du das machst. Das war der Gedanke des Modelings. Den fand ich genial, den fand ich großartig und den fand ich vor allem für mich absolut eingängig, weil ich habe damals gerade mein Musikstudium abgeschlossen gehabt und als Musiker hat man auch Idole, denen man nacheifert. Als Musiker sagt man auch, ich will so sein wie du und hat irgendein Idol. Das fand ich naheliegend. Also so, das wollte ich lernen. Habe ich aber nicht. Also nicht in meiner Practitioner-, Master- und Trainer-Ausbildung. Da gab es zwar Tage, die hatten die Überschrift Modeling, aber was man da gelernt hat, war ich werde hier gerade ein bisschen unterbrochen, aber auf eine nette Art. Was man da gelernt hat, trug zwar den Namen Modeling, aber man konnte hinterher nicht modellieren. Das war es nicht. Und bei mir war dann das Glück, und da komme ich jetzt gleich drauf, was wir heute in Berlin anbieten, dass diese Kombination des Vorwissen aus dem Musikstudium und das dazukommende Wissen aus der NLP-Ausbildung, das gab eine ziemlich coole Kombination. Im Hintergrund schwirrte noch mit, dass die beiden Sachen, die mich in meiner Schulzeit am meisten fasziniert haben, das war Mathematik und Deutsch. Und ich freue mich, dass ich heute Mathematik, Deutsch, Musik und NLP zu einem wunderbaren großen Ganzen verbinden kann. Das, was für mich sehr schnell, sehr eindeutig und naheliegend war, war, dass NLP eine Sprache ist. Das finde ich schon deswegen logisch. Ich meine, der eine NLP-Begründer John Grinder ist Linguist. Die Methode heißt neurolinguistisches Programmieren. Ich meine, es ist irgendwie klar, das muss sich um eine Sprache handeln. Darum finde ich es auch so albern. Es gibt manchmal den Einwand gegen das NLP, auch durchaus von kompetenter Seite, dass NLP so formelhaft wäre. Die NLPler würden quasi Formate lernen und die dann Schritt für Schritt einfach durchziehen, diese Formate, wie halt so Formeln. Und ich muss leider zugeben, bezogen darauf, wie NLP viel gemacht wird, ist das, glaube ich, ein da ist was dran. Leider, da ist wirklich was dran. Und es ist so schade. Es ist so schade, weil NLP ist mehr. NLP kann eine lebendige Sprache sein, in der man Sätze formulieren kann. Und da will ich euch mal zeigen jetzt ein Zitat von John Grinder. Genau das hier. Da muss ich jetzt mal ein bisschen mit Pausen reden, damit ihr das lesen könnt. Auf Englisch oder auf Deutsch. Grinder hat das wohl Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er irgendwo so gesagt. Gudrun Reinschmidt hat mir das irgendwann zugeschickt, das Zitat, sie hat es auch dann netterweise für mich übersetzt. Was Grinder darin schreibt, und für mich war das wirklich eine Revolution meines Blicks auf NLP, er unterscheidet zwischen NLP und den Anwendungen von NLP. Das fand ich einen großartigen Unterschied. NLP und die Anwendungen von NLP. Und er schreibt ja in einem Zitat, dass die Sachen, die man normalerweise so als NLP verstellt, er bringt als Beispiel Metamodell, Milton-Modell, solche Sachen, Repräsentationssysteme, da kann man die ganzen Formate noch mit reinnehmen. Change History, Six-Bit Reframe, Reimprinting, wie die alle heißen. Also das, was man normalerweise denkt, was NLP ist, davon sagt Grinder, das sind nur
Anwendungen von NLP. Das eigentliche NLP ist was anderes. Es ist eine Ebene drüber. Das eigentliche NLP ist das, womit man das herstellt. Und deswegen unterscheide ich in meiner Art, NLP zu machen, zwischen dem, was ich das Betriebssystem nenne, das könnte man nennen NLP OS, das Operating System, das NLP Betriebssystem, und die Apps, NLP APK. Ich habe mir diese Begriffe, ihr ahnt das schon, genommen aus dem, wie man es heute mit, ich glaube, ihr habt das Zitat jetzt gelesen, ich mache mal wieder weg hier. Genau, das sieht jetzt wieder groß. Ich habe mir die Begriffe ausgeliehen aus Computer- und Handysachen, wo man ja auch Apps installiert. Und für mich ist das heute so, dass die Leute sich im Rahmen ihrer NLP-Ausbildung halt die Change History-App installieren und die Six-Step-App installieren und die New Behavior-App installieren. Und dann ist es genauso wie bei den meisten Handys. Wenn du guckst, was die Leute auf ihren Handys alles an Apps drauf haben, gerade die kostenlosen Apps. Und wie viele davon benutzen sie? Kaum welche. Die kämen mit den Werkseinstellungen klar. Und genau das gleiche Drama passiert oft in der NLP-Ausbildung. Die Leute bekommen im Rahmen von Practitioner und Master irgendwie 20, 30, 40 Apps in ihr Betriebssystem installiert und nutzen davon kaum eine. Wann nutzt du, wenn du zufällig schon Practitioner gemacht hast, wann nutzt du die Change History App? Wann nutzt du die Six-Step App? Die korrekte Antwort wäre mehrmals täglich. Okay, das wäre die Antwort vom NLPler. Einmal die Woche wäre immer noch okay. Wir haben eine Telefonumfrage gemacht, da haben die meisten Leute sowas gesagt wie einmal im Jahr. Wenn du das einmal im Jahr machst, dann wirst du ungefähr so gut darin werden, wie wenn du einmal im Jahr Klavier spielst oder einmal im Jahr Geige spielst oder einmal im Jahr ins Fitnessstudio gehst. Natürlich bringt das was. Im Beispiel von Fitnessstudio bringt es Muskelkater, aber ansonsten bringt es nicht viel. Das heißt, das, was für mich das ist, weswegen es sich wirklich lohnt, NLP zu lernen, ist das hier oben. Das ist der Code, mit dem man sich eigene Apps schreiben kann. Da will ich hin. Am liebsten mit euch. Und die Frage ist natürlich, wie lernt man das? Weil, wie ich das gelesen habe von Grinder, dachte ich mir auch, ja, lieber John, wenn dir das damals so wichtig war, also wenn das dein Herzenswunsch war, dass die Leute das lernen, das, was du unter NLP verstehst und nicht bloß die NLP gibst, ja, warum hast du es denn dann den Leuten nicht beigebracht? Warum gibst du denn dann Land auf Land ab von Bandler und Grinder ausgehend NLP-Ausbildungen, wo man halt treu und brav die Formate lernt? Und ich habe über Ecken gehört, dass selbst bei John Grinder in der Ausbildung die Leute wirklich brav die Formatschritte lernen. Und da ist natürlich ein Widerspruch drin. Also warum? Gut, man muss dazu sagen, die Apps des NLP, die sind so groß, die sind so genial, dass allein diese Apps, obwohl sie eine Ebene unter dem sind, was NLP eigentlich ist, dass allein diese Apps einen Siegeszug um die Welt angetreten haben und NLP ziemlich sicher heute die verbreitetste Methode ist in diesem Bereich persönliche Entwicklung, Kommunikation, Management, was weiß ich. Also es ist die Hauptmethode. Es hat sich keine andere Methode so sehr verbreitet. Klar, Tony Robbins ist da sehr bedeutend gewesen für die Verbreitung des NLP, aber es ist trotzdem, es ist so großartig, wie das beschrieben ist, gerade halt durch die Klarheit der Sprache, durch die Klarheit der Schrittfolge. Ich komme gleich noch ein bisschen drauf, was das Besondere an der Sprache von NLP ist. Also alleine das hier ist schon echt der Knaller. Vor allem, wenn man es nutzen würde. Aber das hier ist mehr der Knaller. Weil immer in jedem Augenblick, wo du irgendein Thema bei dir hast, irgendein Ziel oder Problem oder was auch immer, wo du, selbst wenn du vielleicht NLP kannst, denkst, Change History, nee, Six Step, ach, auch nicht, Reimprinting, also nichts passt richtig. Und jetzt kommt so der Wunsch, jetzt bräuchte man so ein maßgeschneidertes Stückchen NLP, so wirklich punktgenau bezogen auf dich und dein Thema. Das ist die Lösung. Individuell angefertigte NLP-Formate, das wäre so der Idee. Und wenn du also jetzt sagst, NLP ist die Sprache der Veränderung, ist klar, das ist erstmal keine Sprache wie Deutsch, Englisch, Französisch. Also du kannst jetzt nicht irgendwie guten Tag sagen oder eine Pizza mit doppelt Käse auf NLP bestellen, das geht nicht. NLP ist eine Sprache, so wie zum Beispiel auch eine Computersprache oder eine wissenschaftliche Sprache oder auch Musik als Notensprache eine Sprache. Es ist also ein Code, ein System, in dem man bestimmte Dinge ausdrücken kann.
Und wie jede andere Sprache auch, hat es, ich schreibe das jetzt mal alles groß, in das ihr seht, es hat Vokabeln und eine Syntax, also eine Grammatik. Das sind die beiden Sachen, die hat NLP auch. Das heißt, wir haben Elemente, die wir kombinieren, und wir haben eine bestimmte Regel, wie wir die Elemente miteinander kombinieren. Und ich komme gleich drauf, was das Ganze ist. Und die Frage ist, was kann ich jetzt mit dieser Sprache formulieren? Also wenn ich damit nicht meine Pizza mit Doppelkäse bestellen kann und nicht guten Tag sagen kann, was kann ich mit der Sprache dann formulieren? Und die Antwort ist natürlich schon im Namen drin, ich kann damit Veränderungen formulieren. Das heißt, ich kann damit formulieren, wie kommt jemand von einem bestimmten Anfangszustand zu einem bestimmten Endzustand. Wenn man das im Modeling macht, ist es nicht immer so, wie kommt jemand von einem So-Lala-Anfangszustand zu einem Wow-Endzustand. Wenn man, worauf ich auch gleich ein bisschen eingehen werde, Probleme modelliert, dann ist zum Beispiel die Frage, wie kommt jemand von einem Anfangszustand zu einem Endzustand. Manchmal ist beim Problemmodelling auch die Frage, wie kommt jemand von einem doofen Anfangszustand, trotzdem ihm alle helfen wollen, weiterhin zum gleichen doofen Endzustand. Also es geht immer um die Frage, wie ein bestimmter Prozess, wie ein bestimmter Veränderungsprozess formuliert wird im NLP. Dafür gibt es, wenn man tiefer einsteigt, dann wirklich auch in dieser Sprache Hauptworte, Adjektive, Adverbien und Verben. Das heißt, wir können wirklich im NLP benennen, was passiert, also woran passiert es, was ist der Inhalt, was geschieht damit, das ist das Verb, und auf welche Art geschieht es. Das wären dann Adverbien und Adjektive. Also da kommen wir auch gleich drauf, was da alles so mit drinsteckt. Und alles das können wir beschreiben. Jetzt ist die Frage, wenn man das lernen wollte, und ich hoffe, ihr seid schon an einem Punkt, wo ihr sagt, ja, klingt spannend, will ich lernen. Wie kann man es dann lernen? Und die Antwort ist im Grunde so naheliegend, so extrem naheliegend, ja, wie in jedem anderen Sprachkurs auch. Das heißt, jede Sprache lernt man durch Sprechen. So hast du irgendwann Deutsch gelernt oder eben, was deine Muttersprache ist. So hast du irgendwann vielleicht eine zweite und dritte Sprache gelernt. So hast du vielleicht irgendwann eine Computersprache oder eine musikalische Sprache gelernt. Man lernt es durch Sprechen. Und wenn du in einen Sprachkurs gehen würdest, Spanisch, du willst Spanisch lernen, du würdest nie auf die Idee kommen, dass die 30 Sätze, die du in diesem Spanischkurs lernst, alle Sätze sind, die du später brauchst in Spanien. Bist du doch nie auf die Idee gekommen. Warum glaubst du dann, dass die 20 Formate, die du im NLP-Kurs lernst, alle Sätze sind, die du später im Land der Veränderung brauchst? Das ist natürlich widersinnig. Der Sinn von den Formaten, die man lernt, liegt darin, dass man natürlich auf einer unbewussten Ebene über die Formate als Beispielsätze lernt, welche Elemente werden kombiniert und wie werden die kombiniert. Dazu wäre es aber natürlich wichtig, man täte das Ganze variieren, weil eine Sprache lernt man ja durch Variieren. Also angenommen, du lernst in deinem Spanischkurs, ich hätte gerne eine große Pizza, und du lernst, ich hätte gerne ein Cola. Und jetzt bist du in Spanien und möchtest ein großes Cola. Und denkst dir, schade, das habe ich nicht gelernt. Ich kann zwar eine große Pizza bestellen und ich kann eine Cola bestellen, aber große Cola habe ich jetzt leider nicht gelernt. Das heißt, ich muss jetzt doch entweder eine kleine Cola nehmen oder stattdessen eine große. Das ist natürlich widersinnig. Sobald du die große Pizza und die Cola bestellen kannst, kannst du auch die große Cola bestellen, weil du das Element von hier einfach nach darüber nimmst und weil du weißt, was das Element macht. Du hast eine Idee, was das Element groß in dem Fall bedeutet. Genauso könnte man NLP machen. Das ist die Idee. Und ihr ahnt natürlich schon, worauf ich hinaus will. Genauso machen wir hier in Berlin auch NLP in den Practitioner, Master, Trainer und Coach Ausbildungen. Wobei wir die Wochenendkurse, die sind noch etwas klassischer. Das ist also quasi der Ansatz, dass man die Sprache, die Worte, die Sätze, die Absätze mehr auf einer unbewussten Ebene die Sprache lernt, indem man eben brav die Formate lernen, während in den Modeling-Kursen, Modeling Practitioner, Modeling Master, Modeling Trainer, Modeling Coach, da ist dann, da wird der Code richtig offen aufgedeckt, dass man also wirklich weiß, wie funktioniert das, und wir sind auch viel schneller dann in der Idee von den Variationen drin. Ich male euch mal kurz an, ich deute euch mal ganz kurz an, was die beiden Sachen sind, die dazugehören. Das eine, das Vokabelheft des NLP, kennen alle, die schon mal ein bisschen NLP gemacht haben, normalerweise mit diesem Bild. Das sind die
logischen Ebenen des NLP von Robert Dills. Ich mal das inzwischen lieber so. Wer mich kennt, kennt normalerweise auch das Bild. Das ist ja auch das Logo vom YouTube-Kanal, wo ihr auch mehr von mir findet. Mit den Ebenen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Beide Modelle sind von Dills. Für mich ist ja Dills der NLP sortiert. Also ich finde, Bandler und Rinder sind so genial, dass man sie gar nicht genug für ihre Genialität verehren kann. Manchmal frage ich mich, ob die überhaupt selbst, ich meine, ich bin mir sicher, dass die sich für genial halten. Die haben genug Selbstbewusstsein. Aber manchmal frage ich mich, ob die überhaupt wissen, was sie eigentlich entdeckt haben mit dem NLP. Also ob denen klar ist, worin ihre Genialität liegt. Dills ist für mich der Ordnung ins NLP gebracht hat, der die Vorarbeit gemacht hat, dass man NLP wirklich begreifen kann. Er hat die logischen Ebenen gebracht, er hat das Strukturmodell der Veränderung gebracht, er hat das Core-Modell gebracht. Er bringt diese Modelle, wie man die Genialität sortieren kann. Also ich habe mal in einem Seminar von einem befreundeten Trainer, der meinte, wenn sowas wie Bandler und Rinder die Quelle ist, also eine Quelle ohne Einfassung, das gibt einen Sumpf. Jede Quelle, die du im Wald findest, braucht eine Einfassung, dass eben das Wasser irgendwo raussprudelt in den Becken rein und dann ist es nutzbar. Und damit eben NLP nicht mit Bandler und Rinder versumpft ist, bin ich sehr froh, dass Dills das Ganze irgendwie eingefasst hat, sodass wir jetzt von diesem lebendigen Wasser auch profitieren können. Also wir haben hier die Vokabeln des NLP, die logischen Ebenen und die Syntax des NLP ist auch von Dills, das ist das Strukturmodell der Veränderung, gegenwärtiger ändernswerter Zustand plus Ressource ist gleich künftiger erwünschter Zustand oder wie ich es gerne nenne, von A nach B. Das sind so die beiden Hauptthemen, mit denen wir uns beschäftigen. Und wie gesagt, wer mich kennt, kennt auch die beiden Modelle. Ich erkläre wirklich das gesamte NLP vom ersten Tag Practitioner bis zum letzten Tag Trainer. Erkläre ich das NLP mit diesen beiden Modellen. Und anfangs glaubt man immer, das ist beides so einfach. Glaub mir, wenn du die komplette Ausbildung gemacht hast, alle vier Stufen, dann bist du an einem Punkt, wo du denkst, jetzt langsam fange ich an zu verstehen, was da drin ist. Es ist so simpel. Ich meine, wenn du schaust, Deutsch, das sind 26 Buchstaben. Das ist jetzt auch nicht so der Hammer, dass du sagst, so unglaublich viel. Musik besteht aus 12 Halbtönen. Ich meine, es ist echt wenig, die man halt ein bisschen kombiniert. Bei ganz vielen Sprachen, also Computersprache ist 0 und 1, bei ganz vielen Sprachen ist die Anzahl der Elemente eigentlich relativ wenig, aber die Kombinationen machen es aus, die Kombinationen, die bringen es hin. Jetzt also die Frage, wie kann man die Sprache lernen? Und noch ein bisschen tiefer eingestiegen, was bringt es einem, wenn man die Sprache lernt? Ich gucke aber mal zwischendurch, gibt es irgendwie, ich rede euch tot, ne? Ich fühle euch ab. Ist in Ordnung. Ein wenig im Chat und keine Frage? Nee, bisher nichts. Ist in Ordnung. Gut. Ich habe NLP ja auch normal gelernt, also ich war halt Practitioner, Master und Trainer, Teilnehmer, Coach-Ausbildung gab es damals noch nicht. Und natürlich war das bei uns auch so, dass wir die Formate auf eine bestimmte Art gelernt haben, nämlich so, wie sie im Skript standen und so wurden sie dann auch gemacht. Wobei in den Demos wurde schon zum Teil variiert, das hat es dann aber auch nicht leichter gemacht. Und für mich war der erste damals noch geschenkte, unbewusste Punkt, wo ich in die Variation kam. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich war damals gefühlt problembeladen und wollte meine Probleme lösen und habe dann also diese NLP-Formate gelernt, konnte mir kein Coaching leisten und die anderen, die mit mir Practitioner gemacht haben, wollten mit mir nicht üben, weil die meinten, ich wäre zu gut, das täte keinen Spaß machen, die wollten nur, dass ich sie durchführe. Das heißt, mit anderen Worten, ich hatte keinen, der mit mir die Formate gemacht hat. Und dann musste ich sie halt mit mir selber machen. Nur die Formate waren im Skript alle beschrieben mit A, B und C, mit Anwender, Beobachter und Klient. Das heißt, man brauchte immer eine Dreiergruppe. Einer war der Klient, einer war der Coach und einer hat zugeguckt. Jetzt war ich alleine. Also war die Frage, wie mache ich das? Fing ich halt an mit drei Stühlen. Ich stellte drei Stühle auf. Auf dem einen Stuhl saß Ralf, der Klient, auf dem anderen Stuhl Ralf, der Coach und daneben saß Ralf, der Beobachter. Und die ich dann so Stühle wechseln in meiner Wohnung, immer bestimmte Sätze gesagt, Stuhl gewechselt, den Satz angehört, darauf geantwortet, auf die Metaposition, Feedback gegeben. Das war ziemlich verrückt. Aber das Coole war natürlich, dass ich auf die Art schon
die ersten Variationen reinbekommen habe, weil ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ja, das Format klappte besser mit Stühlen, es klappte besser mit Bodenankern, das habe ich besser im Inneren gemacht. Dann fand ich es irgendwann schon sehr aufwendig mit diesem Stühlewechsel, habe überlegt, kann ich das mir nicht einfach auch vorstellen, statt zu wechseln, vielleicht in Form einer Trance. Also habe ich damals noch einen Kassettenrekorder genommen, das ist ja alles ewig her, und habe mir die Formate dann als Formatschritte, so als kleine Trance draufgesprochen und habe damit im Grunde schon einen Wechsel gemacht von Ebene 2 auf Ebene 3. Da war mir damals aber nicht bewusst. Dann habe ich angefangen zu experimentieren, inwieweit kann ich mich denn schriftlich durchführen. Ich habe damals ein Buch gelesen von einer Frau Capaccione, das hieß Die Kraft der anderen Hand. Und da ging es darum, dass man die dominante und die nicht-dominante hat. Und dann schreibt man mit der dominanten Hand die Frage, mit der nicht-dominanten schreibt man die Antwort und kommt so mit sich in den Dialog, indem man die beiden Hände sich unterhalten lässt. Das fand ich auch sehr schön. Daraus entstand die Idee, ich könnte ja ein Format so mal als Skript aufschreiben, so eine Art Dialog. Also ihr merkt, ich war von Anfang an in Variationen drin. Ich hatte das nie so, war quasi ein Installationsfehler bei mir, ich hatte das nie so, dass bei mir Change History eine bestimmte Variante war. So muss das laufen und nicht anders. Und dann, 1989, wie gesagt, fing ich mit meiner NLP-Ausbildung an, 1991 war ich fertig. Und dann habe ich mich vorbereitet, meinen ersten eigenen Practitioner zu geben. Und habe dafür eine Übung gemacht, die sich im Nachhinein als so grandios herausgestellt hat, dass die heute noch Teil ist des Curriculums im Modeling Practitioner. Das ist für mich eine der wichtigsten Übungen im Modeling Practitioner. Bei einigen Leuten führt die dann zu aufgestellten Haaren, aber die meisten kriegen irgendwann Funkeln in den Augen. Ich habe mir vorbereitend für den ersten Practitioner, den ich gegeben habe, mehrere Bücher besorgt, mehrere gute NLP-Bücher von Koryphäen und habe geguckt, wie schreibt der den Six Step? Wie schreibt der den Six Step? Wie schreibt der und der? Ich hatte natürlich mein Skript aus meiner eigenen Ausbildung und dann Bücher halt von großen NLP-Lern. Und dann hatte ich da meine Six Step-Version. Und ja, jede hatte 6 Schritte. Bereits die von Bandler hat Schritt 4a und Schritt 4b. Das heißt, schon der Bandler und Grinders Six Step hat in Wirklichkeit, glaube ich, 8 oder 9 Schritte. Und so ging das weiter. Schritt 1, A, B, C, Schritt 2, war da eine Frage? Ja, wir haben eine Frage. Ja. Willst du gleich auf die eingehen? Ja, weil jetzt bin ich ja eh draußen, ja. Ach so, soll ich gucken, wie die Frage ist? Ach so, ja, ich kann sie dir auch vorlesen. Die Frage ist, ob man nach dem NLP-Practitioner, in dem Fall in Hamburg, ja. Und man danach nach deiner Einschätzung den Master definitiv mit Modeling-Schwerpunkt machen kann. Da komme ich gleich auch noch drauf. Das ist hier bei mir definitiv so aufgebaut, das ist alles DVNLP-konform. Das heißt, wenn du einen Practitioner DVNLP hast, kannst du hier einsteigen, den Master, Modeling-Master DVNLP. Wenn du einen Master DVNLP hast, kannst du hier den Modeling-Trainer machen. Practitioner und Coach sind auch hier DVNLP-konforme Ausbildungsstufen, wo du ohne Vorkenntnis einfach einsteigen kannst. Es ist sogar so, dass wenn du mit dem Modeling Practitioner oder Coach anfangen würdest, würdest du vermutlich auch nicht auf die Idee kommen, dass es irgendwie groß anders sein könnte. Wir starten wirklich bei Null und manchmal ist es sogar so, dass die Leute ohne Vorkenntnis, wenn die halt von Anfang an glauben, das wäre NLP und nichts anderes, dass dann die Leute ohne Vorkenntnis viel entspannter durchgehen als die, die so ein Konzept haben, wie NLP sein müsste. Weil die sind manchmal verwirrt, wie es dann ist. Ich sehe auch, es gibt da weitere Fragen. Soll ich die beantworten? Oder? Wobei da will ich noch ganz kurz was dazu sagen, weil ich war ja Teilnehmerin in deinem allerersten Modeling Practitioner und ich war in der Minderheit. Ich war eine, die noch gar kein NLP vorher kannte. Es hat super funktioniert. Ich kann es nicht direkt vergleichen, da ich die andere Variante NLP zu lernen gar nicht kenne. Die habe ich erst im Nachhinein kennengelernt. Also ich kann sagen, es war super, so NLP zu starten und dann im Nachhinein einfach die Formate dazu zu sortieren. Gleichzeitig waren da beim Practitioner auch, ich glaube, sogar über die Hälfte Leute dabei, die schon NLP-Practitioner waren. Das war eine super Mischung. Ja, und ich muss sagen, gerade vom ersten Modeling-Practitioner ist für mich eines der schönsten und wertvollsten Feedbacks gewesen von einer Teilnehmerin, die war schon NLP-Lehrtrainerin
und hat eigene NLP-Ausbildungskurse damals schon gegeben im ersten Modeling Practitioner und saß da drin als Teilnehmerin. Nicht als Assistentin, sie hat sich wirklich das gegönnt, quasi als Wellness, da als Teilnehmerin zu sein. Die meinte hinterher zu mir, es war der wertvollste Kurs für sie, den sie je gemacht hat, NLP nochmal so zu verstehen. Das fand ich ein grandioses Feedback. Von daher kann ich wirklich versprechen, dass der Modeling Practitioner das gesamte Spektrum von ich habe noch gar keine Ahnung von NLP bis hin zu ich bin schon NLP-Lehrtrainer. Es ist wirklich was dabei, es deckt das Ganze ab, kann ich definitiv zusagen. Ja, aber ich sehe da ja, die zweite Frage war nur, ob es noch Plätze im Master gibt, wenn ja, wann. Ja, das gibt's und ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt noch ein bisschen weiterrede, du vielleicht, Caroline, im Hintergrund die Landsiedelseite NLP Berlin aufmachst und genau. Das einfach raussuchst, dann können wir es dann gleich online zeigen, weil da gibt's ja eine Seite mit den Modeling-Ausbildungen und da ist auch der Master mit drin. Genau. Gut. Aber jetzt wollte ich dir die eine Übung sagen, die, wo ich sage, das ist die zentrale Übung von NLP, also von dem Modeling Practitioner, Master und so weiter und so fort. Ich habe also, wie gesagt, die Six-Step-Varianten alle hingelegt vor mir. Das waren 5, 6, 7 Bücher. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Aber alles, was es damals so gab in den 90ern. Und habe geguckt, wie beschreiben denn diese Leute, wo ich die Vorannahme habe. Das sind tolle NLPler, die schreiben nicht irgendeinen Quatsch. Was die schreiben, ist fundiert. Wie beschreiben die den Six-Step? Und dann war meine erste nette Idee, das kam noch aus dem Kirchenmusikstudium, weil da gibt es ja eine Bibelkonkordanz, wo immer die bestimmten Bibelstellen nebeneinander gehalten werden, dass man sie vergleichen kann. Dachte ich mal, ich mache eine Six-Step-Konkordanz und pack das zusammen. Und habe mir einen Six-Step gebaut, wo alle Schritte drin waren, die überhaupt in irgendeinem Six-Step drin vorkommen. Der hatte 40 Schritte. Ich habe dann später, ich möchte mich jetzt noch dafür entschuldigen, sogar im ersten Practitioner den Leuten das gegeben. Das ist keine gute Idee. Nein, das war zu viel. Das lassen wir dann künftig weg. Aber für mich war es echt spannend. 40 Schritte Six Step. Aber noch spannender war, dass ich mir dachte, wenn das alles gute NLPler sind und die wahrscheinlich auch fundiert schreiben, was sie da schreiben, da muss ich gar davon ausgehen, dass nur die Schritte, die in jeder Variante drin sind, nur die sind essentiell Six-Step. Wenn einer von diesen Leuten diesen Schritt nicht drin hat und er ist ein guter NLPler, kann der Schritt nicht essentiell sein. Also habe ich geguckt, was sind denn die Schritte, die in jedem einzelnen Six-Step drin sind? Und da hatte ich dann 3, 4 Schritte so in der Richtung. Das waren dann gar nicht mehr viele. Und das fand ich cool. Sich zu überlegen, vielleicht besteht der Six-Step in Wirklichkeit nur aus 3 oder 4 Schritten. Ich hatte damals dann auch gelesen in einem Buch über Gehirn und Gedächtnis, dass man sich sowieso nur Sachen bis maximal 5 Einheiten merken kann. Also habe ich damals keck beschlossen, bei mir haben alle NLP-Formate 3 bis 5 Schritte, nicht mehr. Auch der Six-Step, der hat bei mir auch 5 Schritte. Und in dem Moment, wo man anfängt, Formate zu vergleichen, wo ich mir 5 Six Steps oder 5 Change History, 5 Self-Nurturings, 5 Re-Imprintings, 5 New Behavior Generators angucke und die Vergleiche von guten NLP-Lern, dann ist natürlich klar, dass ich auf eine unbewusste Art die Sprache lerne. Ich lerne die Vokabeln, weil wenn es im NLP sowas gibt wie eine Syntax, musste ja in allen funktionierenden Formaten drin sein. Wenn es im NLP sowas wie Vokabeln gibt, dann sind das natürlich Elemente, wo ich merke, ach guck mal, das taucht jetzt hier im Six-Step aus, aber ich kenne das ja auch vom Change History. Ah, und das gibt es ja auch irgendwo im New Behavior Generator drin. Das heißt, dann kommt man plötzlich auf so Sachen wie Timeline ist ein NLP-Element, Positionswechsel, eine Ressource zu übertragen, eine Dissoziation. Das sind so bestimmte Bausteine, wo man merkt, das kommt davor, das kommt davor, das kommt davor, das kommt davor. So entstand dann im Laufe von Jahren und Jahrzehnten, ich rede über eine sehr, sehr, sehr lange Zeit, die ich da investiert habe, entstand das Vokabelheft des NLP und die Grammatik des NLP. Und dann kommt irgendwann, und dafür nehme ich einfach mal ein neues Blatt, dass ich euch vorhin doch angeschwindigt habe. Ups. Weil ich habe gesagt, NLP ist keine Sprache wie Deutsch, Englisch oder Französisch. Ist es aber doch. Ist es aber doch. Wobei, nein, die Pizza mit Doppelkäse kannst du trotzdem nicht auf NLP bestellen. Aber
normale deutsche Sätze, die Veränderungen beschreiben, egal ob zum Guten oder zum Schlechten, egal ob zum Erwünschten oder Unerwünschten, lassen sich in NLP ausdrücken und NLP-Interventionen lassen sich auf Deutsch ausdrücken. Ich weiß gar nicht mehr, wann mir das auffiel, aber irgendwann war es offensichtlich, dass, überleg mal, ich war auf dem Weg, die NLP-Formate zu kürzen. Also irgendwie Change History, 20 Schritte, so habe ich das, glaube ich, in meiner Ausbildung gelernt. Dann geht das runter auf 5 Schritte, 4 Schritte. Irgendwann überlegt man sich, was kann ich noch weglassen? Dann war die Idee da, wenn ein Format wirklich den Namen NLP-Format verdienen soll, dann müsste es eigentlich einen Schritt enthalten, der quasi der entscheidende Schritt ist. Ich nenne das heute die Essenz des Formates oder auch die Stelle der Veränderung. Meine Überlegung war, wo ist denn genau der Punkt, wo sich's verändert? Dahinter steht auch die Idee der Heldenreise, Storytelling, Transformation. Und im Change History, so als Beispiel, ist das der Punkt, wo man mit den Ressourcen noch einmal assoziiert durch das Ereignis durchgeht. Das heißt, an dem Punkt konnte ich dann jedes NLP-Format in einem Schritt durchführen, in einem Bild darstellen. Und dann kam so die Idee mit dem Durchführen. Das eine ist es, ich kann ein Format mit einem Satz, mit einer Idee beschreiben, aber die Beschreibung ist manchmal fast eine Durchführung. Da kam ich drauf, weil ich habe am Anfang sehr viel Coaching gegeben, also wirklich extrem viel Coaching, 10 Sitzungen Coaching am Tag und habe sehr vorsichtig gearbeitet, sehr mich abgesichert. Und eine Idee war, dass ich zum Beispiel immer meinen Klienten, weil ich immer offen arbeiten wollte, das Format, bevor ich es gemacht habe, habe ich denen das Format erklärt. Und manchmal aus Zeitgründen habe ich am Ende einer Sitzung gesagt, nächste Woche könnten wir das und das machen. Dann meinten die Klienten, was ist denn das? Manchmal, das Format geht so und so und so und so. Also ich habe denen das Format erklärt am Ende einer Sitzung. Und dann kam die nächste Woche wieder und hatten es gemacht. Einfach so, innen drin, zum Teil sogar unbewusst. Also dachte ich mir, ist ja schick. Ich kann ein Format erklären, die Leute machen es. Also war mehr und mehr die Überlegung, wie kann ich ein Format so knackig, so auf den Punkt erklären, dass es einfacher ist, das zu machen. Und irgendwann geht das ineinander über. Und die Frage ist, erkläre ich jetzt Change History mit dem Satz, na, wenn du das Ganze ressourcevoll neu erlebst, oder erkläre ich das mit dem Satz, was hättest du denn besser machen können? Das ist Change History in einem Satz. Das heißt, der deutsche Satz, also einer kommt und sagt, oh, ich habe gerade eine Präsentation versaut, die war so schrecklich. Und ich frage ihn, was hättest du denn besser machen können? Oder was würdest du nächstes Mal besser machen? Oder was hast du denn daraus gelernt? Dann formuliere ich auf Deutsch den Gedanken eines Change Histories. Dann mache ich Change History in einem Satz. Als der Gedanke da war, kam der nächste gleich heißt in dem Fall Monate bis Jahre später. Also ich kürze hier gerade Jahrzehnte wirklich dramatisch ab und ihr kriegt dann am Ende in 20 Tagen NLP-Ausbildung. Also schon eine ziemliche Zeitersparnis. Der nächste Erkenntnissprung war dann hier in Berlin am Kollwitzplatz, am Spielplatz, als ein Mädchen auf dem Mäuerchen lief am Spielplatz und die Mama meinte, pass auf, du fällst runter. Und das Mädchen lief entlang und sprang fröhlich runter, meinte strahlend, Mama, siehst du, ich bin nicht runtergefallen. Und die Mama meinte, aber beinahe wärst du. Da wurde mir klar, wenn das Kind jetzt in seinem Kopf diesen Satz, aber beinahe wärst du, wirklich versteht, mit allen Sinnen versteht, dann macht das Kind ein Change History. Weil dann muss das Kind innerlich nochmal auf das Mäuerchen und zurück und jetzt runterfallen und sich wehtun. Und da habe ich mir überlegt, das ist jetzt also rein ausgedacht, wenn jetzt die Mama mit dem Kind nach Hause geht und sie erzählt gleich dem Vater, du Hubert, stell dir vor, unsere Tochter wäre heute beinahe vom Mäuerchen gefallen. Und dann kommt die Tante und der Onkel und die hören das auch noch und die Geschichte wird immer weiter erzählt. Dann kommt das Mädchen vielleicht 20 Jahre später als junge Frau ins Coaching und sagt, wissen Sie, mein Problem ist, dass ich im Leben so Schwierigkeiten habe, neue Sachen anzupacken, weil ich als Kind beinahe mal vom Mäuerchen gefallen wäre. Ja, was ist wirklich passiert? Nichts. Was hat sie sich eingebildet, dass sie als vom Mäuerchen gefallen wäre? Die Grundformel ist ein Change History. Das heißt, NLP, die Sprache der Veränderung, bedeutet, und das ist die Essenz, das ist der Knackpunkt, das ist die Stelle, wo es dann wirklich, da geht eine Welt auf, bedeutet, dass du
Sätze der Alltagssprache, die psychologisch eine Veränderung beschreiben. Vom Guten zum Schlechten, vom Schlechten zum Guten, vom Guten zum noch Besseren, wie auch immer. Dass du solche Sätze in eine Struktur bringen kannst, in Formeln, in Schritte, wo du sie nachmachen kannst, wo du sie selber nachmachen kannst, wo du sie selber bewusst machen kannst, wo du sie anderen Leuten beibringen kannst, wo du sie von anderen Leuten übernehmen kannst. Guck mal, Bandler und Rinder haben Change History irgendwann beschrieben und ich glaube, sie haben es von Virginia Satir modelliert. Virginia Satir hat doch kein Change History durchgeführt. Die hatte nicht ein Skript, wo drüber stand Change History. Die hatte nicht Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Virginia Satir hatte eine bestimmte Idee über die Vergangenheit. Von der war, glaube ich, der Satz, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Das heißt, die hatte eine Idee von der Zeit. Und jetzt sind Bandler und Rinder gekommen und haben Virginia Satir beobachtet. Sie wollten das übernehmen, sie wollten das modellieren. Und gerade Grinder mit seinem analytischen Verstand als Linguist hat dann wahrscheinlich mehr noch als Bandler, ich glaube, Bandler war der bessere Beobachter, dazu beigetragen, die Struktur, den gemeinsamen Nenner zu erkennen in dem, was Virginia Satir dann mit der Zeit macht. Und dann mal die Überlegung, wie bringen wir das den Leuten bei? Wie können wir das Menschen vermitteln? Und dann haben sie ein Trainingsgerät gebaut. So wie so eine Fitnessmaschine. Das Trainingsgerät heißt Change History. Das heißt, wenn du die Schritte des Change History oft genug machst, dann wirst du damit eine Idee über die Vergangenheit bekommen. Und wenn du 500 Change Histories machst, wirst du irgendwann sagen, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Wenn du 500 Change Histories gemacht hast und einer kommt und sagt, mir ist gerade was Schlimmes passiert, wirst du automatisch sagen, was hättest du gebraucht, was hättest du besser machen können, was hast du daraus gelernt. Das heißt, dann irgendwann saugt sich das rein. Das ist, was NLP eigentlich kann. Das heißt, die eigentliche Kraft des NLP ist, dass ihr mit der Übersetzung Deutsch-NLP, NLP-Deutsch, mit dem Betriebssystem und den Apps und mit dem auf dem vorherigen Blatt Vokabeln und der Grammatik imstande seid, eigene Sätze zu bilden. Das heißt, der erste Schritt ist, das machen wir überwiegend im Practitioner, dass man NLP ins Deutsche übersetzt. Also wir machen dann auch sowohl im normalen als auch im Modeling Practitioner, machen wir so im Großen und Ganzen die üblichen klassischen NLP-Formate, wie man sie halt so macht. Aber wir übersetzen sie ins Deutsche und wir variieren sie. Weil über die Variation kommt die Tiefe ins Bild und man beginnt viel klarer die Vokabeln und die Grammatik zu verstehen. Im Modeling Master und Trainer geht es dann mehr darum, dass man auch den Weg geht. Im Practitioner ist das einfach zu früh. Sorry, aber man braucht 20 Tage kann man sich dafür nehmen, dass man erstmal den Weg lernt. Also im Master und Trainer lernt man dann auch den Weg, dass es dann darum geht, maßgeschneiderte Sachen zu machen. Gerade im Modeling ist es halt dann so, da kommt einer, ich bringe mal als Beispiel einen Satz aus dem Stefan-Landsiedel-Modeling, wo Stefan dann irgendwann meinte, als ich ihn fragte, Stefan, woher nimmst du diese Kraft und Energie? Da meinte er, die leihe ich mir aus der Zukunft. Jetzt, wenn du sagst, das würdest du auch gerne, dass du dir Energie aus der Zukunft leihst, das könntest du auch gerne, aber wie? Es gibt jetzt leider im NLP nicht dieses Rent Energy from the Future Format. Also wir haben jetzt halt nicht das Ich leihe mir Energie aus der Zukunft Format. Wenn man das möchte, müsste man sich's machen. Also müsste man jetzt weiterfragen. Man hört auf jeden Fall ein Vokabel, ein Element, was drin ist. Muss die Timeline sein. Ich leihe mir, das könnte ein dissoziiertes Selbst sein, vielleicht heißt das, ich leihe mir von mir. Es kann aber auch sein, dass es ein Ereignis ist, also sogar vielleicht signifikante emotionale andere in der Zukunft. Dann ist die Frage, leihe ich sie mir aus der Gegenwart oder gehe ich in die Zukunft? Das heißt, jetzt würde ich ins Gespräch gehen mit Stefan, würde tiefer einsteigen, habe ich ja gemacht, würde tiefer einsteigen und rausfinden, wie genau macht er das denn, sich die Energie aus der Zukunft zu leihen. Aber in meinem Kopf, und wenn du den Modeling-Kurs machst, auch irgendwann in deinem Kopf, läuft halt automatisch die Übersetzung mit. Und ich überlege mir schon beim Zuhören, wie kann ich daraus ein Trainingsgerät bauen, ein NLP-Format, mit dem ich genau das lerne, bis es irgendwann unbewusst läuft. Bis ich einfach, wupp, mir die Energie aus der Zukunft leihe, wenn ich sie brauche. So in der Richtung geht es. Und jetzt bin ich im Grunde fertig. Ich glaube, ein paar Ideen habt ihr, wie das ist, dass man NLP als Sprache
lernt, vielleicht nur so als Schlussidee, bevor wir noch mehr darüber euch sagen, wie man das jetzt, also jetzt war es quasi, was man lernen kann, gleich geht es noch mehr darum, wie man es lernt. Für mich ist das, was da auch dahinter steht, der ganz starke Wunsch, dass NLP kein Hokuspokus ist. Und dazu muss ich euch noch ganz kurz erklären, was Hokuspokus bedeutet. Es gibt mehrere Erklärungen, wo das Wort Hokuspokus herkommt. Die mir am meisten Freude macht, ist die, dass im Mittelalter, als eben die Messe nur auf Lateinisch gelesen wurde, die Leute, die da im Gottesdienst waren, schon mitgekriegt haben, wo die spannende Stelle ist, also wo der Zauber passiert. Es ist da, wo der Priester die Oblate hochhält und dann murmelt er was und dann wird aus dem Stückchen Brot wird dann Jesus Christus. Das ist schon ziemlich aufregend. Also das ist großer, starker Zauber, würde man auch gerne können. Und die Leute haben zugehört, was sagt denn der da? Und in der lateinischen Liturgie sagt der Priester an der Stelle, hoc est enim corpus meus, hoc est enim corpus meus. Und ihr merkt schon, der hat scheinbar genuschelt oder war nicht so deutlich zu verstehen. Und aus dem hoc est enim corpus meus wurde dann hocus pocus. Also hocus pocus ist, wenn es Leute halt doch nicht verstehen, worum es geht, aber sie möchten es gern nachmachen. Und leider wird manchmal NLP so gemacht, dass Leute eigentlich nicht wirklich verstehen, was sie da machen, aber sie machen es irgendwie nach. Und wenn du NLP so machst, dann ist halt das Dumme, dass sich manchmal, wie auch bei Hoc Est Enim Corpus Meus und Hocus Pocus, Kopierfehler einschleichen, Missverständnisse, Irrtümer, die gar nicht gedacht waren, die waren auch gar nicht böse gedacht, die kommen einfach irgendwie im Laufe der Zeit und wenn du dann aber nicht weißt, wie es richtig gehört und warum es gehört und wie die Grammatik ist und wie die Vokabeln sind, werden diese Kopierfehler weitergeben und irgendwann funktioniert es dann halt nicht mehr so richtig. Drum ist es auch sehr spannend, wir machen im Modeling Practitioner, ich bringe den Leuten da den Code bei, also NLP-OS und dann gibt es einen Nachmittag, wo ich sage, jetzt machen wir Kleingruppen und ihr geht ins Internet oder ich habe euch Sachen ausgedruckt schon und ihr sucht mal bestimmte NLP-Formate im Internet auf möglichst obskuren Webseiten und lest euch die durch. Und das Lustige ist, dann merken die Leute irgendwann und können ganz klar sagen, das Format kann nicht funktionieren. Da sind Baufehler drin, da sind Syntaxfehler drin, da sind Stellen, die klappen in Wirklichkeit nicht so, wie sie beschrieben sind. Und das ist erstaunlich oft, sogar die meisten Formate, die im Internet stehen, sind so, dass sie so nicht funktionieren. Manchmal liegt das daran, dass da jemand den Code nicht rausgeben will. Mit anderen Worten, der weiß genau, wie es funktionieren täte, aber irgendwas fehlt. Manchmal fehlt das, weil es jemand als zu trivial erscheint, das hinzuschreiben, ist doch selbstverständlich. Ja, aber wenn du die Vorahnung nicht hast, ist es nicht selbstverständlich. Und manchmal weiß es der einfach nicht besser. Das heißt, ich würde da niemandem irgendwie was Böses unterstellen. Es gibt verschiedene Gründe, warum das so ist. Aber die meisten Sachen, die da stehen, klappen nicht. Das Coole ist aber, wenn du NLP-OS kannst, wenn du die Sprache verändern kannst, dann bekommst du es zum Laufen. Dann ist plötzlich eine enorme Fülle von Veränderungsideen, von Formaten, von Ansätzen aus NLP und allen anderen Methoden für dich bereit, dass du es dir modellieren kannst und zum Laufen bringst. Einer meiner heißgeliebtesten Lehrer, Klaus Marwitz, der meinte mal, für ihn ist das Tolle am NLP, dass man mit NLP die vielen Ideen zum Funktionieren bekommt, die es immer schon gab und die einfach nie wirklich funktioniert haben. Also er war Management-Trainer und er meinte, gerade im Management-Training gibt es so viele großartige Ideen, die alle nicht funktionieren. Mit NLP bekommst du sie zum Funktionieren, weil du den Code siehst, weil du siehst, wie könnte es funktionieren, was ist ursprünglich gedacht, was hat er nicht reingeschrieben und wie läuft es wirklich ab. Und das ist, wozu ich euch einladen kann und was wir euch hier in Berlin anbieten können. Und ich glaube, jetzt sagt Caroline noch mal ein bisschen, wie wir das genau machen. Und ich schwinge mich auch zwischendurch rein und ihr kriegt noch ein paar mehr Einblicke, wie das denn konkret funktioniert, das zu lernen.